Was geht ab, meine Z-Fighter-Hoser hier? Und zum Abend haben wir nochmal richtig dicke Breaking News und Leaks aus einem Livestream. Ich war auch im Livestream dabei von Kowai. Die Links werde ich in die Beschreibung setzen. Die Jungs, die alle mitmachen, als Seriously von Dokkan Reddit, von dem Post, das jetzt alles angesehen werden, von den ganzen Quellen, ist in der Beschreibung, Freunde. Wir haben hier dicke News und Leaks zu den kommenden Charakteren, unter anderem zu LR, Goku und Freezer, das, so sieht die Karte aus. Wir haben Leader Skill, wir haben Pässe, wir haben alles mit am Start zu den Dual Dokkan Fest von Goku. Wir werden uns alles dementsprechend ansehen. Alle Details zu den kommenden Charakteren. Natürlich sind es im Endeffekt Leaks, heißt, da können sie was ändern. Aber das Ding sieht schon auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Nun, zum einen, was wir haben, ist, wir haben neue Events, die reinkommen werden, beziehungsweise Events, die schon laufen. Wir wissen ja, die Celebration selbst fängt am 28. August an, 7 Uhr morgens. Da sollte eigentlich auch das Ticket-Banner online kommen. Das Dual Dokkan Fest-Banner wird am 31. kommen. Und LR Goku und Freezer werden am 13. September kommen. Alright, dann gucken wir uns aber alles mal von oben nach unten an. Und zwar, ja, das Extreme Z-Awaken oder das Return of the Family Coming Event ist ja schon online, wissen wir bereits. World Tournament wird starten, World Tournament startet morgen im globalen Dokkan-Event um 8.30 Uhr. Jedoch steht ihr dran, ein neuer Goku Black als Preis. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es nicht, dass Goku Black nicht der Preis vom Morgan War Tournament wird, sondern von einem anderen. Eventuell kommt dann noch eins am Ende der Celebration. So Ende September kann ich mir vorstellen. Warum? Weil wir wissen eigentlich schon, und es ist schon in den Daten, es wurde schon geleakt. Hit. Wir haben einen Extreme AGL Hit, der eigentlich die Turnierkarte sein sollte jetzt morgen. Beziehungsweise er wird es auf jeden Fall. Die, die unter 20.000 platziert werden, bekommen diesen Hit. Ich gehe stark davon aus, dass dieser Goku Black vielleicht auch in einem JP-Tournament erstmal kommen wird. Aber worauf wir uns einigen können, ist, es wird eine Preiskarte, eine Turnierpreiskarte, es wird ein Goku Black sein und ich gehe eigentlich davon aus, dass er nicht morgen kommen sollte, weil eigentlich sollte er dann schon in den Daten sein, es sei denn, die bomben ihn rein und wir bekommen ihn unter 10.000 und drunter, aber schwer vorstellbar. Ich denke, das wird in der Zukunft eine Turnierpreiskarte, nämlich ein neuer Goku Black, wie ihr ihn quasi hier seht. Dann haben wir den Piccolo, den wir bekommen, den Free-to-Play Piccolo, bekommen wir auch noch über einen neuen Ginyu-Event, über ein neues Ginyu-Event. Dieser Piccolo wird quasi zu 100% Free-to-Play farmbar sein, so wie Bulma und Goku Jr. etc. Easy A Gohan. Dual Dokkan Fest von Goku und Freezer geht am 31. August los. Das Extreme Z Awakening von dem AGL Pico, den Free-to-Play, den wir bekommen werden, geht am 4. September los. LR Goku und Freezer kommen am 13. September mit einem Extreme Z Awakening von Jiren. Aber dieses Extreme Z Awakening oder Extreme Z Battle ist nicht vom Strength Jiren, den wir haben, sondern ich gehe stark davon aus, dass er dieses Jiren aus dem Trailer, dieser Full Power Jiren, ich gehe nicht stark davon aus, dass es erst, dass es wieder das Extreme Z von Dragon Ball Super Broly wird. Der wird einfach nur ein Gegner. Würde ich jetzt mal einfach mal sagen. Weil wir haben zu den weder Informationen nur teils. Die Jungs haben auch in dem Stream gesagt, es ist quasi nur ein Gegner. Erstmal vorerst in einem Extreme Z Battle. Deswegen nehme ich das auch so und gehe auch stark davon aus, dass es so sein wird. Boss Rush Stage 6 kommt am 13. September ebenso. Physisch Kid Buu Extreme Z-Awakening kommt Oktober, Fragezeichen, ist hier ein Fragezeichen dran. Und das Item, dieses Frosch-Item von Ginyu, das Change Int Orb. In Tech Orb und Heats, was, um 70% HP Heat ist uns. Okay, nicht schlecht auf jeden Fall. Alright, dann kommen wir aber mal zu den Charakteren, Freunde. LR, Goku und Freezer, Final Form, Angel, Super Tech, let's go. Ist vom Super Tech Type, also Super Type, wie ich es mir dachte, Tech Type wussten wir, aber ihr habt gefragt, wird er Super oder Tech? Ich dachte, er wahrscheinlich Super, weil Freezer dafür die Guten kämpft. Sets haben wir an der Stelle, sind echt solide Sets, ist ein LR Charakter an der Stelle. Leader Skill wissen wir, er gibt in Universe 7 Warriors, Key Plus 3, HP LF 177%, Key Plus oder Key Plus 3, HP LF 90% für Super Tech Types. Und Universe 7 Warriors gehe ich stark davon aus, dass eigentlich diejenigen sind, die im Turnier auch teilgenommen haben, die Charaktere. Kann ich nicht viel zu sagen, wir haben nicht die Liste der Charaktere, bzw. der Kategorie, aber ich nehme es mal stark an. Erste Ulti macht den Colossal Damage und verhindert Angriff des Gegners. Zweite Ulti macht Mega Colossal Damage, verhindert Angriff und Verteidigung des Gegners. Und jetzt, nicht nur der Leader Skill ist busted, 177%, Freunde, auf jeden Attribut für die Kategorie, sondern die Passive. Sie haben immer so Attack und F77%. Wenn sie eine Ulti starten, bekommen sie weitere 77%. Und wenn der Angriff des Gegners gesenkt ist, bekommen sie weitere 77%. Warum? Warum übertreiben die? Man möge meinen, es sind 231%, wenn man alles hochzählt. Nein. Man kommt sogar auf 350% ungefähr. Weil die Debuffs sitzen ja schon, wenn er diesen Boost bekommt. Der Gegner, sein Angriff muss ja schon gesenkt sein und deswegen kommt dann aus Berechnung schon auf so 350%. Wenn man die Debuffs mitzählt, die Buffs etc. etc. Die Links geht's und so fort, was halt separat kalkuliert wird, wie bei LR Virus, haben die Jungs ausgerechnet, kommt man auf 350% sogar. Ich meine, warum übertreibt man? Ganz ehrlich, man könnte auch den Ball ein bisschen flach halten, das ist zu übertrieben.
Es wird halt die beste Karte im Spiel. So. Ohne Wenn und Aber. Linkskill, aber ich find's geil, aber ist schon übertrieben. Linkskill over the Flash, Experience Fighters, Rival, Dual Shocking Speed, Turn of Power, Legendary Power 4 Battle. Dann haben wir diesen, wir haben einen Wettbewerb, Goku gegen Freezer. Der Verlierer bekommt Freezer. Freezer Leader Skill, Keep Ultra HP 30% für jeden Typus. Und Pass ist, wenn seine HP 70% oder drunter sind, bekommt er Keep Ultra Attack und F 70%, macht Supreme Damage, Prodigy, Universe Most Relevant, Strongest Slam in Space, Nightmare, Shocking Speed. Er ist in der Kategorie Namek-Kategorie, also Namek-Saga-Kategorie. Und der Strength Goku auf der anderen Stelle bekommen die Gewinner. Leader Skill gleich, Passive genau gleich, SA Supreme Damage, Link Skill, Z-Fighter, Golden Warrior, Saiyan Warrior, Race, Super Saiyan, Kamehameha. Und er ist in den Kategorien Namek Saga und Pure Saiyan. Der Extreme Z Awake, der Piccolo, ist hier free an der Stelle und auch free to play auf 100% bring, ja, farmbar, würde ich mal sagen, so wie Bulma, Izei, Gohan etc. etc. Sein TOL Leader Skill ist Keep Plus 3 HP 70% für Namek Kategorie und 30% für AGL-Charaktere als Secondary Leader. Also sein Zeit-Liste gibt dann 30% für die AGL-Charaktere an der Stelle. Er macht Supreme Damage 30%, erhöht seine Verteidigung für eine Runde. Pass-Skill ist Attack und 60%, Attack plus 12% und Key plus 2 für jeden Rainbow Key, den er einsammelt. Und wenn die Bedingungen zutreffen, fusioniert er sich mit Nail, führt eine Transformation zu. Und das Geile finde ich, ist es direkt in der zweiten Runde. Wenn er wieder reinkommt, führt er die Transformation durch. Und wir gucken uns gleich an, was er danach hat. Links der Z-Fighter, Experience Fighters, Namek, Brandings, Shocking Speed, Gates of Respect, Shattering Limit, Kategorie Namekian und Namek Saga. An der Stelle, der war ja auch Namek-Kategorie Leader, okay? Transformed, wenn es sich transformiert, sieht deine Passive, ändert seine Passive folgendermaßen. Er hielt sich um 30% at Start of Turn. Was? Jedes Mal, wenn er reinkommt, hielt er sich um 30% at Start of Turn, wenn das so stimmt, wie das hier steht. Für einen Free-to-Play-Charakter. Er change AGL Key in Rainbow Key, er hat Attack unter 70% und bekommt pro Rainbow Key den Einsam mit Key plus 3, 15% auf den Angriff, richtig viel, und 18k HP, 18.000k HP hielt er. Der ist schon gut als Free-to-Play-Karte, richtig gut sogar. Alright, dann haben wir überraschenderweise einen Goten und Trunks, beziehungsweise mit Maron zusammen, diese Ranger, als quasi alle gekämpft haben, die haben ja quasi aufgepasst auf C17s Ranger Island, wie ich es mal nenne, und diese werden auch Free-to-Play sein, werden auch mit ihren eigenen Orbs auf 100% farmbar sein. Leader Skill bei denen ist Key plus 2 HP, HP Attack und F, ja, Key plus 2 HP Attack von wie viel zu physisch Type, irgendein Prozentsatz, wie gesagt, Freunde, ihr merkt es, dass wir quasi aus den Leaks haben, die das 1 zu 1 quasi so direkt übernommen, deswegen werden wir auf jeden Fall, wenn das quasi alles in-game kommt, die genauen Details wissen, das sind jetzt erstmal nur Leaks, ein, zwei Sachen könnten sich eventuell ändern, ein, zwei Sachen fehlen ja an der Stelle, wie ihr seht, aber, ja gut, dann nehmen wir das mal so hin. Cause Supreme Damage, SA mit der SA, Passive Skill Attack und F 100%, aber er verliert jede Runde minus 5% Attack und Death. Jedoch, bin ich mir ganz sicher, so war es im Livestream, max sich das, also stacked, erhöht, ist die Begrenzung bei 50%. Heißt, mehr als 50%, mehr als minus 50% wird sich sein Angriff und die Verteidigung nicht senken. Links der Innocent, Mortal meets the Budding Warrior Prodigies, Heroes of Justice, Shattering the Limit und Universe Survival Saga Kategorie ist der. Dann haben wir quasi unser Dokkan Fest, Super Saiyan AGL Goku, wir wissen, Leader Skill ist gleich, Keep Plus 3 HP 120% für Super Types, SA macht immense Damage, erhöht Angriff und Verteidigung, Unlimited Stack, Kaioken Mechanik, das tut sich immer stacken, wenn er ultet, und in seiner Super Saiyan Form hat er Attack und F 80%, Damage Reduction minus 21%, wir wissen ja, wenn er wieder reinkommt, transformiert er sich. Links sind, könnt ihr euch aber gerne mehr ansehen. Kategorie ist ein Pure Saiyan, Super Saiyan 3, Dream of Gods, Full of Power. Wenn er zu Super Saiyan 2 wird, was ändert sich? Passive Skill, an der Stelle ändert sich nur Passive Skill und Link Skills mehr oder weniger bei den Charakteren. Er hat dann Attack 90%, Verteidigung 60%, minus 22 Damage Reduction. Bei seinem Super Saiyan 3 Status hat er Angriff 100%, Verteidigung 40%, 23 Damage Reduction. Und wie gesagt, Link Skills ändern sich hier an der Stelle. Der bekommt dann zum Beispiel Over the Flash statt Prepare for Battle etc. Könnt ihr gerne mal abchecken in aller Ruhe, was sich genau ändert. Wenn er zu Super Saiyan God Goku wird, hat den Angriff von 110%, Verteidigung 20% und Damage Reduction minus 24% und schlussendlich wird er zu Super Saiyan Blue Goku. Ja, Super Saiyan Goku Blue wollte ich sagen, aber Blue Goku geht ja an der Stelle auch. Hat dann 120% auf seinen Angriff, erst in seiner letzten Form Key plus 2 und 100% Crit Chance und Damage Reduction von minus 25%. Also ich finde das sehr, sehr gut, heißt die sind in Ordnung, die sind wirklich in Ordnung, denn erst in ihrer letzten Stufe bekommen sie Keep Plus 12 und 100% Crit Chance, also da werden sie alles wegfegen. Bis dahin sind sie solide, also sie sind bis dahin, bis zu seiner letzten Stufe, bis sie die letzte Stufe erreicht, sind sie nicht OP, erst wenn er die letzte Stufe erreicht, sind sie OP. Und damit hab ich kein Problem. Aber Ele, Goku und Freeza so auf der anderen Seite, die rasieren halt alles links und rechts quer, naja. Also beim Respekt, ich will
Ich will nicht meckern auf hohem Niveau. Aber ich finde es. Aber was haltet ihr von dem LL Goku und Freezer? Das ist schon ein Ticken zu viel. Die haben schon ein bisschen übertrieben, wenn ich ehrlich bin. Also man kann einen kleinen Sprung machen, aber die haben komplett übertrieben direkt. Mit der Passive, mit der Leader Skill. Aber. Ja, ich nehme es auf jeden Fall hin. Ich nehme es auf jeden Fall. Was soll ich dazu sagen? Aber bitte nicht falsch verstehen, nicht in den falschen Hals nehmen. Anyway, dann haben wir quasi die. Ja, Infos zu Freezer. Keep Plus 3 HP-Damage 120% für Extreme Types, Immense Damage Rates, Attack und Death. Ebenso, was sich dann hier bei ihm ändert, sind natürlich auch die Link-Skills und die Passive. Am Anfang hat er Attack 80%, Heals um 11%. Dann bei Second Form wird es 90%, 60% Verteidigung, 12% Heal. Angriff 100% bei der dritten Form, Verteidigung 40%, 13% hinter sich und Final Form Freezer hat 110 Angriff, 20% Verteidigung, Heat um 14% und Golden Form Freezer hat 120%, hat Key plus 12 bekommt er ohne 100%ige Chance quasi einen Crit zu landen und 15% hielt er sich an der Stelle. Genau, dann gibt es auch quasi einen neuen Superphysikalten Goku, könnt ihr euch gerne mal abchecken, was der so Dude so drauf hat. Der kommt dann in den Banner quasi von Goku und dann Final Form Freezer, der wird in dem Banner von Final Form Freezer sein, beziehungsweise von Freezer. Genau, Freunde, und am Ende will ich euch nicht etwas vorenthalten, nämlich wir haben da auch die quasi, da wurden die Transformationen gelegt im Stream auch selbst. Schaut an die ganzen Jungs, die Links in der Beschreibung. Was haltet ihr von dem Ganzen? Schaut euch die Transformationen an, die sind auf jeden Fall geil. Aber was haltet ihr von den ganzen Charakteren, zu den ganzen Details? Würde mich echt interessieren, was ihr dazu sagt, weil... Verdammt, das ist echt krank, was die gemacht haben. Ich freue mich auf die auf jeden Fall. Ich freue mich wirklich auf sie. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Genießt doch die Transformation am Ende. Schaut mal, Gautkurve zu. Guck mal jetzt, wie geil das aussieht. Krass. Also ich finde, Dooka macht in letzter Zeit wirklich sehr, sehr vieles richtig mit den neuen Updates. Dass die quasi Fragebogen starten, was wir besser machen, was sie besser machen könnten. Feedback von uns Spielern mit reinnehmen. Ich finde momentan läuft es echt solide. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Ich will nicht auf hohem Niveau meckern. Deswegen bin ich echt zufrieden. Freue mich auf die 250 Minuten Celebration. Geht wie gesagt am 28.07 Uhr morgens los. Da sollte das Ticketbanner starten. Die Tickets werden separat verteilt. Nicht alle werden direkt am Anfang die Tickets bekommen. Letztes habe ich beispielsweise... Oh, Golden Freezer ist auch geil aus. Letztes Jahr habe ich beispielsweise meine Tickets erst 12 Stunden nach Release bekommen. Am 31. August kommt das Duo-Dugan-Fest zu den beiden Jungs. 13. LL Goku und Freezer. Lasst mir in den Kommentaren alle eure Gedanken und Meinungen wissen, Freunde. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my